Step 122, RCO, verify the range is green. Switching to range source. The RCO, the range is green. 20 seconds. Second stage tank is pressing. First stage tank pressure nominal. Second 50. Stage tank pressure nominal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, first stage 4, engine sequence initiated. 3, 2, 1. Und damit hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir starten gerade wieder mit einer unserer Raketen, diesmal mit den von uns letztes Mal gebauten Solar Arrays. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist wieder vom NASA Countdown, aber diesmal von dem Falcon 9 Start. Ich finde es relativ cool, die verschiedenen drin zu haben. Wir werden auch weiter ein paar immer mal wieder durchprobieren. So, wir steigen jetzt mit dem Ding mal schön auf, bis die ersten Booster leer sind und werden uns dann langsam in einen Turn begeben. Ich habe keinen Plan, wie gut das Teil fliegt. Ich hoffe, dass es gut fliegt und auch vor allem weit fliegt, weil leider ist die Beschleunigung nicht so hoch, wie ich es mir erhoffen würde. Aber ja. Ich werde jetzt schon so ein bisschen anteasern der Kurve. Einfach damit wir schon ein bisschen in die Biegung gehen. Ich habe teilweise noch nicht so ganz gleich irgendwie so den Punkt heraus, wann kann ich drehen, wann nicht. Teilweise bin ich da echt noch ein bisschen so voll daneben. Das macht es dann immer so witzig. Bleib da, wo ich dich hinschick, mein Freund. So ist brav. Oh, da kriege ich jedes Mal so ein bisschen so ein Schreck, wenn es nicht mehr so... What? Why wackelt die? Warum wackelt die jetzt? Okay, 2000 haben wir jetzt hier drin. Das ist natürlich ein schöner Boost. 2000 Meter pro Sekunde. Von den Zahlen schaut das Ding aber echt gut aus. Da sollte kein Fehler aufkommen jetzt beim Start. Perfekt. Falls ihr nur meine Vögel hört, die haben heute ein neues Gehege bekommen. Und ja, die erforschen es gerade noch, auch wenn es schon fast dunkel ist. Bei deren Seite im Zimmer ist es dunkel. Aber sie sind immer noch voll aktiv und schauen sich gerade um, weil sie einfach nicht ans neue Gehege noch gewohnt sind. Bedeutet, es könnte zwischendurch ein bisschen laut werden. Entschuldigung. Naja. Die hüpseln da hinten gerade voll rum und gucken. Jetzt ich gleich viermal so viel Platz oder sowas. Die haben richtig viel Platz in Zukunft von mir. Richtiges Luxusleben haben die Viecher am Start, sag ich euch. Richtiges Luxusleben. So, die kappeln und wir begeben uns endlich mal in die 45 Grad. So, oder vielleicht machen wir auf 30 diesmal sogar. Zack. Na, warte mal, wir machen. Direkt so. Erst die kappeln, okay, ja, okay. Wir gehen auf ein paar mehr als 100.000 Kilometer direkt, weil einfach YOLO. So, gehen wir auf 10.000, 110 Kilometer, würde ich sagen. Das ist eine schöne Höhe. Und sollte auch gut passen. So, und klack. Ah, diese Ruhe dann immer. Jetzt fliegen wir durch die Atmosphäre durch. Hört ihr das? Jetzt wird das wahrscheinlich nicht mehr. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, dass ich mittlerweile eigentlich keine Musik mehr im Kerbal Space Program verwende, sondern eher auf die Ingame-Musik setze. Ich finde es einfach, keine Ahnung, teilweise doch cooler oder angenehmer auch. Ich mag's. Also ich mag die Musik echt gerne. Deswegen habe ich gedacht, verwende ich die auch wieder. Kriegst du dich gedreht, bitte? So. Jetzt muss der wieder adjustieren.
Bremsen! Na, jetzt können wir eh wieder Vollboost geben. Weil wir müssen aus der Atmosphäre raus und einen Orbit endlich kreieren, damit wir hier weiterkommen. So. Der steigt ganz leicht. So, perfekt. Und jetzt fliegen wir. Schauen wir, dass wir die Periapsis schön in die Höhe kriegen. Und dann, ja. Bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt auch schon die ersten Teile bekommen für mein, ja, hallo, ich bin's. Der fliegt was rum, warte mal, ich will wissen, was da rumfliegt. Oh, das ist Raketentrompier Rover 1 fliegt da unter uns. Wir fliegen halt wirklich viel Müllteile rum. Ich habe meine ersten Teile für meinen Controller bekommen, was mega geil ist, finde ich. Ich kann euch die dann auch gerne mal später zeigen. Mir fehlen halt immer noch ungefähr 20, 30 Stück. Also das kann auch noch eine Ewigkeit dauern, bis der überhaupt gebaut werden kann. Aber hey, vielleicht bald mal. Bisschen. Und ah, das wird nicht mehr gescheit rausbremsen, aber besser als gar nicht. So. Wie viel Burst hat der? Nur eine. Oh, oh. Leute, wir haben ein Problem. Leute, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich habe da drunter nichts versteckt. Keine. Da drin ist noch das Teil. Weil rein theoretisch können wir mit dem Burner, das kann ja 3 Jahre dauern. No! Oh, fuck, das Teil war jetzt an. Das sind unsere Solarpanels und, ach guck mal, da ist es Duna, glaube ich, und da ist Joule. Cool. Ja. Sind nur ein paar Solarpanels und so, ne? Alter, das ist schon irgendwie heftig. Spannende Sache wird, dass ihr dann andocken und alles. Das wird sehr, sehr interessant. Einfach, wenn ich jetzt hier den Antrieb zum Beispiel starten würde. Ich provoziere es auch gerade, ne? Ich provoziere es auch gerade. Einfach sowas von. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Antrieb, weil der Antrieb ist ja jetzt schon nicht mehr verwendbar, kommen wir nicht rüber. Niemals. Wie viele Zündungen hat der? 20. Bedeutet, wir könnten einen Flug zum Mann machen und müssen dann den Antrieb wechseln. Oh, das könnte witzig werden. Oh, das könnte witzig werden. Oh, shit, darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Es könnte auch sein, dass wir den Mann-Orbit jetzt komplett mit dem Booster machen müssen. Wenn wir richtig Pech haben. Wenn wir richtig Pech haben, passiert das. Jetzt können wir nochmal zum Mann gucken. Da fliegen wir rein. Genau. Dann fliegen wir direkt perfekt in die richtige Richtung. Dann richten wir uns mal mit dem Teil aus. Also genug SRS hat es ja. Das Drehen ist ja jetzt nicht unbedingt das Problem. Vorsichtig. So. Alter, jetzt bin ich echt gespannt, ob das funktioniert, ne? Wenn das funktioniert, genialste Move ever. Aber ich sollte in Zukunft eventuell kontrollieren, was für Teile ich verbaut habe. Und der Antrieb sollte vielleicht gewechselt werden. Vielleicht. Vielleicht. Aber wenn wir jetzt drehen müssen, muss ich das... die andere Seite des Manövers finden, was er. What the fuck, wie soll ich denn das hinkriegen? Bitte, bitte funktioniert. Sei ein guter Antrieb, sei ein guter Antrieb, sei ein guter Antrieb.
Oh, Legende der Antrieb. Legende. Einfach Legende. Der Antrieb funktioniert einfach. Oh mein Gott, der Antrieb ist echt einfach Legende. Ha, geil. Wir brauchen in Zukunft einfach andere Antriebe. Das ist, oh, dieses, sie haben nur fünf Schüsse, sie dürfen noch die fünfmal den Antrieb zünden, ist sowas von horrendously schlimm. Wenn du es mal wieder in der normal Kirby Space Program spielst, dann ist es so, like, müsste mein Antrieb nicht schon kaputt sein. Aber hier ist es halt wirklich so, brauche ich den großen Antrieb für Weltraum, den du 50 mal zünden kannst oder sowas. Das wäre genial. Das wäre echt einfach genius. So. Und ich glaube nicht, dass wir nachher den Bremsburn machen können mit dem großen. Ich glaube es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Ein bisschen hoch. Ich gehe jetzt ganz vorsichtig vor. So. Ich habe jetzt meinen Finger schon auf X liegen, damit wir dann ganz gemütlich so und puff verschwindet. Und ganz vorsichtig. Komm schon. Perfekt. Man kann sich nicht immer auf das verlassen, was das System will. So, oh, da bin ich schon wieder so nervös. So creepy, heftig. So, warte mal. Dass wir genug Strom haben, das wäre jetzt mal der nächste Punkt. Warte, ich habe hier irgendwo eine Antenne hingebaut noch. Kann ich die wieder einfahren? Das ist die andere Frage. Ich weiß, dass es welche gab, die konntest du nicht mehr einfahren. Also wir werden höchstens... Ja, Leute, was ist denn los? Die sind so bescheuert teilweise. So was Bescheuertes habe ich echt teilweise noch nie gesehen. Erst hier ist deaktivieren, das passt schon. Die, wie sie sich auch gleich adjustieren will, noch alles ist so wenig, so bescheuert teilweise. Oh, wir haben nur noch 6. Oh, ja, das habe ich nicht bedacht. Absolut nicht, Kacke. Das könnte blöd werden. Okay. Erdmanöver. Vielleicht sollte man in die richtige Richtung machen. Wir sind jetzt 200 ms. Wir setzen dich mal als Ziel. Okay, das... Wenn wir es gut hinkriegen, wäre es natürlich genial. Oh, warte. Hier, vorspulen. Ja, genau. Wir müssen natürlich wieder Glück haben, dass wir einen Funker haben. Dass wir eine Funke haben. Wir haben Funke. Ausrichten. Ah ne, Red Brigade müssten wir uns bitte hören. First One Landing ist da unten. Das war unsere erste Mondlandung. Oh mein Gott, wie lang ist das her? Hallo Mond. Okay, jetzt müssen wir doch Prograde uns drehen und diesen Antrieb aktivieren. Das könnte lustig werden, meine Freunde. Das könnte lustig werden. Ja, ja. 700 ms mit einem Mini-Antrieb. Der ist doch dafür nicht gedacht. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Es bewegt sich immerhin.
Es bewegt sich immerhin. Oh no. Wie schummert das da? Es füllt sich wieder auf, aber ist natürlich auch nicht ideal. Rein theoretisch können wir ja die sogar andocken. Nee, können wir nicht, weil das steht uns alles im Weg. Bis würde eins abdocken, den anderen Hof andocken an das Teil und das wird eine Arbeit, das sage ich euch jetzt schon. Bitte, brems einfach. Wenn das nicht funktioniert, muss ich in der ganzen Pause das Ganze nochmal fliegen. Oh. Ihr werdet jetzt dann eh einen Hardcut haben. Wir werden uns eh wahrscheinlich sehen, wenn ich an der Station dran bin, einfach. Weil ich denke, das dazwischen ist, habt ihr oft genug gesehen, wie ich dazwischen manövriere und die ganze Manöver ist ja langweilig. Spannender wird es eher, wenn wir docken. Und das... Ja, da bin ich auch schon gespannt drauf. Was macht ihr denn? Kuckuck. Ich muss irgendwann meine Vogelcam echt machen. Das wäre gleich mega cool. Alter, dieser Antrieb ist so fucking schwach. Wie willst du damit planen? Alter, schau dich dieses Riesending an. Oh. Hä? Aber wir sind... Aber, nee. Hä? Alter, bremst doch schneller. Fuck, das kann lange dauern. Alter, what the fuck? Das kann Ewigkeiten dauern. Aber Leute, ich würde sagen, damit langweile ich nicht, weil das kann jetzt echt Jahrzehnte kosten noch, bis das Ganze hier abläuft. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich an der Mannstation bin. Entweder mit der Rakete oder mit einer anderen. Ich denke auch, dass wir es mit der hinkriegen. Wir haben noch genug, gerade genug MS, würde ich sagen, dass wir einen Coast hinkriegen sollten. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.